Oh, hey, hallo Paul, was geht? Was ist denn los?
Oh mein Gott, Dicker! Was für ein Boss, Dicker! Okay, Ovis ist insane gerade. Ah, okay. Wie ist der Score? So, nee. Was geht ab, Chat? Seid ihr noch am Start? Ich sehe 5 Zuschauer. Dennis ist hier. Ovis geht Young Link im vielleicht letzten Game. Nicht wahrscheinlich, aber vielleicht letzten Game. Mal sehen, ob der Young Link sich gegen den Fox durchsetzen kann. Ich finde, ja, Puff ist durchaus besser als Young Link, allgemein, auch gegen Fox. Aber gegen so Matchup Unfamiliarity, Unfamiliar. What the fuck? Also, wenn man das Matchup nicht kennt. Ich habe mir gerade mein 5. Bier aufgemacht, to be fair. Weil morgen ist frei und ich will mit dem Kater aufwachen, wenn ich frei habe. Das ist klar. Und ja. Es ist auf jeden Fall ein Gamble, dann zu Young Link zu gehen. Aber Ovis hat wirklich einen soliden Young Link, sag ich mal. Er hat einen kompetenten Young Link. Oh mein Gott. Oh! Oh, was für ein Boss, Alter. Gutes Edgeguard von Ovis. Weil er sehr viel mehr Young Link gespielt hat als die meisten Leute, würde ich seinen Young Link als kompetent bezeichnen. Ich bin aber trotzdem größerer Fan von Ovis Puff, klar. Aber er ist mit Puff halt nur 1-2 nach hinten gelegen, so. Deswegen nicht sicher, ob das jetzt dann die beste Wahl wäre für das letzte Game. Aber gucken wir mal. Oh shit, okay, bei 60 gekillt, das ist nicht, was du sehen willst. Aber ja, oh mein Gott, die Edge cancels. Young Link's Recovery ist auf jeden Fall exploitable, to say the very least. Ah, da ist er mit der Bombe runtergerannt, das war jetzt nicht die beste Option. Ich denke mir halt, er hätte in der Nähe machen können, aber das kann er mit der Bombe in der Hand nicht machen, deswegen. Ja, schwierig für ihn. Oh shit! Die Upsmash gepauschiert. Habt ihr auch so Rollback-Sachen hier gerade on stream? Weil manchmal
spult es einfach so vor bei mir. Also sieht für mich so aus. Es macht sehr spannend, sagst du, Heide. Ey, Heide, schön, dass du im Chat bist übrigens. Es freut mich sehr, dass wir dich den ganzen Abend durch unterhalten können. Oh mein Gott, er geht swaggy an die Edge, Alter. Dicker, mit der... Ah, okay, da war wieder so ein Rollback-Moment für mich. Oh, und er macht zurück an die Ledge, aber dann macht er den aggressiven Rejump, was halt immer ein Problem ist. Der aggressive Rejump ist wirklich nicht die beste Option, die man haben kann, sag ich mal. Deswegen, ja. Oh shit, und das müsste der Stock sein. Und das, oh mein Gott, und Ofis schafft es nicht zurück. Nee, okay. Und das ist das 3-1 für Magic. Solid Set. Auf Yang Ling kann man sich nicht immer verlassen. Es ist ein guter Gamble, aber es ist nicht zu gut, sag ich mal.